Halt, stopp! Hier werden gar keine Aktien einfach so gekauft und erst recht nicht von irgendwelchen insolventen Unternehmen. Ja, das ist heute mal wieder ein typisches Koljas Brennpunkt-Warnvideo, ja, weil ich schon wieder ständig jetzt Nachrichten bekomme bei Instagram, ob man denn jetzt eine gewisse Aktie, die mit W beginnt, kaufen soll. Ja, und ich hatte eigentlich gesagt, ich mache kein Video mehr dazu. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ich anderen Leuten irgendwie was Gutes tun kann, um irgendwie zu verhindern, dass da Leute einfach jetzt vollkommen stupide jetzt noch da investieren, dann ist es mir egal, was ich vor ein paar Tagen gesagt habe. Dann muss ich einfach nochmal hier dieses Thema aufleuchten und anschneiden. Ja, weil wir haben jetzt bei Wirecard, haben wir ja gerade gesehen, die Insolvenz wurde jetzt angemeldet vom Unternehmen selbst. Und was es eigentlich genau bedeutet in seiner Konsequenz, ja, das werden wir jetzt gleich nicht an Wirecard, sondern von mir aus, dann mache ich es halt eben an der MG Vermögensverwaltungsaktiengesellschaft, ja, wenn es euch dann lieber ist. Egal, Wirecard, damit das Thema ist abgehakt, 2,60 Euro ist die Aktie noch wert, aber es ist ja auch bei vielen anderen Aktien, zum Beispiel bei Hertz Global, ja. Und jetzt haben wir nochmal viele Aktionäre, die gerade erst neu durch Corona in den Markt gekommen sind. Aber es ist auch bei älteren Aktionären immer wieder der Fall, ja, dass man einfach sich die Kursentwicklung anlegt und denkt so, geil, die ist von 200 runter auf 2 Euro. Viel tiefer kann es ja gar nicht mehr fallen, wenn ich jetzt da irgendwie reingehe. Und ich habe auch gelesen bei ARD Börse, dass Wirecard jetzt vielleicht ein Übernahmeangebot bekommt oder so von anderen. Also jetzt nichts gegen ARD Börse oder so, das war jetzt einfach nur mal so ein fiktives Beispiel. Aber viele Leute haben tatsächlich dieses Übernahmeding jetzt gerade auch besprochen, ja. Und wenn ich jetzt da investiere und dann die Aktie wieder doch irgendwie noch die Kurve kriegt, dann werde ich doch richtig gut bezahlt. So, das ist so dieser Gedankengang. Der wird fast nie funktionieren. Das ist kompletter Bullshit. Und ich werde euch jetzt mal kurz erklären, warum. Als erstes müsst ihr Folgendes berücksichtigen. Ja? Dieses Eigentum an der MG Vermögensverwaltungsaktiengesellschaft, nennen wir es jetzt mal so, ja, MG, Maschinengewehr, die ja, ist insolvent. Ihr habt jetzt 20 Aktien. Da steht es, 20 Aktien, ja, zu je 50 Deutsche Mark. Und das ist euer Eigentum, ja. So, aber euer Eigentum ist leider in einem Insolvenzverfahren, da kommen dann so andere Hände und die reißen euch das Eigentum so richtig aus der Hand raus. Das heißt, im Insolvenzverfahren wandert euer Aktionärskapital langsam und schrittweise rüber an die Gläubiger. Ihr seid als Aktionäre keine Gläubiger von einem Unternehmen. Das muss man immer wieder hier dazu sagen auf YouTube. Es ist so wichtig. Ja, euch gehört das Unternehmen dann nicht mehr. Zahlungsunfähigkeit ist nämlich das, was eine Insolvenz genau bedeutet. Das heißt, wenn ein Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel hier die Maschinengewehr AG, nicht mehr zahlen kann, dann geht sie halt zum Insolvenzverwalter und sagt, pass mal auf, wir müssen jetzt halt unsere Reserven angehen und gucken, was haben wir da noch irgendwie, damit wir halt eben unsere Kunden, unser Personal und alle anderen Gläubiger bezahlen können. Und ja, genau, sind wir schon wieder beim Thema. Jetzt gehe ich doch nochmal ganz kurz zurück zum Unternehmen, was mit W anfängt und mit Eiercard A ändert, ja. Weil das ist ja ein Acquirer. Das heißt, die kriegen dann zum Beispiel von Visa oder von Mastercard oder so erstmal ein bisschen Geld. Das geht dann irgendwann wieder weiter an zum Beispiel irgendwelche Händlerunternehmen und so weiter, über die den eigentlichen Umsatz dann erzielt haben. Und ein Teil davon halten sie sich natürlich als Gebühr zurück. Das heißt, es gibt wahrscheinlich noch eine Menge Kunden von Wirecard, die irgendwie auf ja, Geld warten. Auf der anderen Seite gibt es noch Forderungen zum Beispiel in Form von Gewerkschaften, von Mitarbeitern, vom Insolvenzverwalter höchstpersönlich, weil der wird natürlich auch immer bezahlt. Und gerade bei Unternehmen, wo eine Bilanzanalyse und so weiter sehr schwierig fällt, ja, und wo man noch gar nicht weiß, okay, welche Konten gibt es da überhaupt und wo sind die Treuhänder, die machen irgendwo Urlaub in den Philippinen oder so, ja, das heißt, da ist es halt ganz schwierig. Das könnte sein, dass dieses Verfahren eine längere Zeit dauert und all diese ganzen Prozesse jetzt kosten auch wieder Geld. Ja, das heißt, dieses arme Kapitalistenschwein, was eigentlich ja uns Aktionären gehört, schaut mal, wie es schon anguckt, wie es aussieht. Ja? Ein Leid fürs Kapitalistenschwein. Es sieht nicht wirklich gut aus für dieses Kapitalistenschwein. Und das Video ist jetzt überhaupt gar kein Spaß oder so. Das ist mein purer Ernst. Ja? Wenn es überhaupt gelingt, all die ganzen Forderungen von Kunden, von Auftragnehmern und Arbeitnehmern und so weiter zu begleichen, dann kommen irgendwann die Anleihengläubiger ins Spiel. Und selbst wenn die erwarten sowieso nicht mehr viel, hat man schon auch bei den Anleihenkursen und so häufig von insolventen Unternehmen davor gesehen, ja, selbst wenn die dann noch irgendwas bekommen, dann ist meistens beim Schwein nichts mehr übrig,
was dann eben noch der Aktionär bekommen kann. Und jetzt gibt es ja immer wieder Leute, die dann auch sagen, okay, aber was ist denn, wenn das Unternehmen übernommen wird? Nun ja, erstens, wer soll denn ein Unternehmen, was einen komplett schlechten Ruf jetzt hat, und so übernehmen? Nur weil etwas günstig ist, heißt es doch nicht, dass es deswegen dann übernommen wird. Aber nehmen wir mal an, es gibt tatsächlich irgendjemand, der sagt, okay, passt auf, ich übernehme jetzt das insolvente Unternehmen komplett. Ja? Der kann über ganz simple Verfahren die Altaktionäre trotzdem aus diesem Prozess komplett rausdringen. Es ist nicht mehr so wie damals bei Danny DeVito in dem Film, ja, von wegen so, ja, das Unternehmen wird jetzt sozusagen schrittweise geguckt, wie viel ist das Grundstück wert, das und das wird verkauft und dann gibt es irgendwie auf der Hauptversammlung eine Abstimmung und die Aktionäre sagen, ja, wir wollen sozusagen noch das ganze Zeug verkaufen und dann die Dividenden für uns einheimsen und so. Das funktioniert schon lange nicht mehr so. Guckt euch einfach zum Beispiel General Motors an oder so, ja. Das Unternehmen wurde einfach, ich habe es genau im Podcast erklärt, es wurde einfach von der Börse runtergenommen kurzzeitig, ja, und dann gab es einen Debt-for-Equity-Tausch, das heißt, die ganzen Gläubiger, unter anderem natürlich der Staat und so weiter, hat dann einfach, ja, neue Aktien bekommen. 99% des Aktionärskapitals von Altaktionären wurden leider verwässert, war also nichts mehr wert. Und dann das Unternehmen wurde zwar gerettet, aber die Aktionäre, die wurden halt nicht gerettet. Und ich kann euch viele andere Beispiele bringen, neben jetzt irgendwie General Motors oder auch neben den aktuellen Unternehmen wie Hertz und so weiter. Und es wird immer wieder dasselbe sein, dass jeder Anleger, der da jetzt anfängt, die Aktie noch zu kaufen oder so, wahrscheinlich mit massiven Verlusten dann später irgendwann sagen wird, okay, hätte ich doch mal früher auf Kolja gehört und hätte ich diese Scheiße am besten gar nicht gelassen und mich einfach mal auf gute Unternehmen konzentriert, ja, wo ich vielleicht jetzt nicht irgendwie einen Chart habe, der so aussieht, dass wenn der mal wieder irgendwie steigt, dass ich dann irgendwie mein Geld verdreifache, sondern nicht diese Gier immer am Kopf haben, sondern einfach logisch, langfristig, rational denken, ja, und nicht in irgendwelche Pleitegeier und Unternehmen investieren. Das ist mein ganz wichtiger Appell und ich würde niemals in ein insolventes Unternehmen investieren. Wer das macht, der soll dann später definitiv aber nicht mehr rumjammern und sagen, hätte ich es doch früher gewusst oder so. Das war's für das aktuelle Video. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann sehen wir uns, würde ich sagen, morgen. Da geht es dann um das Thema die Bullenfalle. Stecken wir eigentlich in einer Bullenfalle? Da wird es richtig interessant. Also bis dann, rationale Grüße. Ciao, ciao.